Tommy, da haben wir ja 049. Hallo Tommy? Ah, servus. Du, geh Tommy, komm zu Rami. Hallo Rudi, na, alles klar bei dir? Na, nix ist klar, Alter. Ich brauch noch irgendeinen prominenten Gast für meine geschissene Gala. Mann, Rudi, da wünsch ich dir toi toi toi. Und sei doch so lieb und schick mir noch eine von dieser Sachertorte. Sachertorten? In Ohrstepper der Marmeladinger. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, bei der großen Romy-Gala, der Verleihung des österreichischen Film- und Fernsehpreises im Mittelpunkt der Welt in Wien, Meidling. Im großen Sendesaal hat bereits unser erster Show-Act Platz genommen. Er gilt als der Andy Warhol of Irish Folk. Free Spirit! I run against the new town, but this how it went to me. Show go round, felt the ghosts were free. We walked in the green woods, went by the Russian stream. Everything bright and peaceful, like a fairy dream. Herr Professor Stefan Weber habe ich soeben unter den Gästen entdeckt. Herr Professor Stefan Weber, 17-fach ausgezeichnet mit dem Rock Me Amadeus Award für sein Lebenswerk. Ja, ja, ja. Erfüllt dich das mit Stolz? Dass ich da... Ja, natürlich, wir sind ganz auf deiner Seite. Stefan, ich darf Stefan zu dir sagen. Stefan, wie fühlst du dich hier bei der Romy-Gala? Wie auf einem Pissoir. Erst Rudi, warum habe ich schon wieder keine Romy gekriegt? Ja, es tut mir leid, Alfons, aber der Dominik bloß halt besser als du. Und was hat ihm der Mann Traktor geschenkt? Daneben, ich hab nicht einmal die Faust drauf. So ein Scheißdreck. Der weltweit erfolgreiche Filmpreisdarsteller Christoph auf der Walz musste leider die diesjährige Romy-Gala absagen. Er hatte bereits ein Engagement als Gewinner angenommen bei der Verleihung des goldenen Haufen Scheiße im Tucker-Tucker-Land. Ich darf aber einen echten Topstar bei mir begrüßen, Oscar-Preisträger Stefan Schligowitzki. Stefan Schliwowitzki, ich begrüße Sie herzlich. Hallo. Du sollst nun Direktor der Wiener Staatsoper werden. ORF-Generaldirektor hat man dir auch schon angeboten. Wiener Bürgermeister, Bundespräsident. Wofür wirst du dich entscheiden? Ja, das war Stefan Schliwowitzki und ich freue mich, ich sehe gerade einen alten Freund von mir, Herrn Maff Sopper. Maff, ich begrüße dich. Hallo, Clarabella. Schön, dich hier zu sehen. Was treibt dich hierher? Die Sucht und die Lust an schönen Dingen. Das, was ich normalerweise mache, das sind eher die schieren, die harten Konzerte und so. Und da ist alles so angenehm und lüstern. Sexy. Ich habe mir heute einen Freitag genommen und bin hier bei diesem Gala-Dinner und habe schon eine Runde Schnapsen gespielt und Rock'n'Roll Rules, kann ich nur sagen. Ist es nicht wunderbar, dass es jetzt so eine Gala wie die Romy-Gala auch in Wien gibt? Ja, also ich hoffe das nächste Mal, dass sie im Gasometer stattfindet und nicht in so einer elitären Umgebung wie hier, sondern wirklich in einer Rockhütten ganz einfach. Ja. Du meinst, wo das Publikum einfach kommen kann? Noch stundenlang wartete auf Bumerang. Ich muss jetzt kurz aufs Klo, also noch viel Spaß heute bei der Romy-Gala. Ich hoffe, wir sehen uns noch. Baba, bis später. Na Miriam, hast du schon überlegt? Na!
Von dir lasse ich mich sicher nicht in den Arsch pudern. Nicht für den geschissenen Romy. Bist deppert, Rudi. Der nächste Showakt. Liebe Zuseherinnen und Zuseher bei der großen Räumigala, der Verleihung des österreichischen Film- und Fernsehpreises im Mittelpunkt der Welt in Wien-Meidling steht. Bereit? Sie sind die Lichtgestalten und Mariengestalten des New Post Hardcore. All faces down! The scales fell from my eyes, oh God, it's all a lie. Corruption and ignorance have replaced my lake inside. The people do what they want and it's been a reality. If this keeps moving on, we won't have a chance to be. Constitutions, the laws that just they strike us down. We cannot say what we want, our minds are free, but our cries are dumb. One day we will raise our voices, one day we take control. But till we wait for it this day, each one will see the underground. Im großen Sendesaal, liebe Zuseherinnen und Zuseher der großen Räumigala bei der Verleihung des österreichischen Film- und Fernsehpreises im Mittelpunkt der Welt in Wien-Meidling, die Stars gefeiert werden, wird im Hintergrund bereits eifrig am Festmahl für das im Anschluss stattfindende große Gala-Diner gearbeitet. Arabella Kieselstein hat den Chef de Cuisine für uns vor dem Mikrofon. Arabella, was wird denn Leckeres gekocht? Wiener Schnitzel. Ich befinde mich hier in den heiligen Hallen von Fritz Fiedler. Er ist der Küchenchef im Mittelpunkt der Welt. Herr Fiedler, welche Köstlichkeiten werden Sie heute servieren? Zuerst eine Frittatensuppen oder Nudelsuppen,
dann ein Schnitzel mit einem Salat und als Nachspeise gibt es ein Moai-Hemd, also einen bekleideten Schwarzafrikaner. Zur Verleihung des diesjährigen Hauptpreises kommt nun ein Mann auf die Bühne, der dieses Land wie kein anderer geprägt hat. Bereits 17 Mal wurde er mit dem Rock Me Amadeus Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der höchst dekorierte Künstler Österreichs, die Lichtgestalt des Rock'n'Roll, Professor Stefan Weber. Danke. Ich bedanke mich für diese Laudatio, das ist selbstverständlich. Es ist ein bisschen untertrieben, es hätte einiges noch gesagt gehört, aber ihr könnt ja nicht alles wissen. Was ich allerdings jetzt feststellen muss, mir kommt das Speiben, wenn ich am Abend dann praktisch den Fernseher einschalte und was da für Sendungen sind. Ich halt schon. Nein, ich will einen Schluck machen. Ach so, das ist kein... Was ist das? Ist das ein Prügel? Das ist nichts. Ich meine, nichts funktioniert mehr in diesem... Ich bin eigentlich schon ganz zittrig. Der Wein ist ja auch Schass. Und dann was zu sagen im Fernsehen, ich trau total durch. Kein normaler Mensch kann da ruhig sitzen bleiben. Ich hätte ja am liebsten echt dieser Zenzi oder Kazi das ins Gesicht drucken, aber ich bin halt brutal. Aber aufs Auge kann ich da schon eine geben mit dem. Ja, ich fang an. Ja, jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt werden wir. Was? Na, das ist typisch Österreich! Ja, das ist der Beweis! Das ist der Beweis! Das ist Österreich! Das ist Österreich! Einer von denen, hört es auf, ich will das weitergehen. Hab mich deplatziert gefühlt, mit nix für Weg und oft nicht weiterleben. Das hat sich geändert. Nicht will ich mich täglich aufs Neue spielen. Hat sie dann keine Angst mehr, ich hab mich akzeptiert. Es ist ein Gefühl von Freiheit, kein Druck auf der Brust, der mich beim Atmen hin. Ist alles so nah und so lebend, wie ich das sonst gar nicht kenne. Ich komm langsam ins Reine mit mir, es fällt viel ab und ich lass es zurück. Zerfleisch mich nicht mehr selber, nein, ich mach mich nicht mehr verrückt. Ich fühl mich frei, ich bin nackert und fuhr jetzt durch den Schaden. Das ist mir wurscht, das geht mir gut, ich fühl mich. Man kann sich getrost ein Beispiel an mich nehmen. Genieß die Ostern genauso wie die Schienen. Inhalier jede Sekunde, das Leben ist kein Rennen. Muss mich für nichts, was ich jemals da hab, irgendwann schämen, ich fühl mich frei. Ihre Nacken, du fühlst mich schon. Das ist mir wurscht, das geht mir gut, ich fühl mich frei. Du fühlst nur von Wandel, Ätschern ist mir wurscht, weil ich weiß, es geht mir gut. Es geht mir gut. Mir geht's auch gut. Yeah.
Also wenn ich mir das ehrlich überlegen soll, sollte man alle Rahmenpreise der Mullatschak schon verleihen. Weil das ist die einzige TV-Show, die man wirklich braucht.